erinnern wir uns an Bruno und Xenia. Die beiden waren auch kurz davor, sich die Kante zu geben. Nochmal alles von vorn, viel Alkohol. Und wir wissen ja alle, Alkohol ist die beste Grundlage für jede Beziehung. Was ist geschehen? Ja, was ist geschehen? Was ist mit uns geschehen? Zusammengekommen oder doch nicht? Oder in welchem Stadium? Vielleicht daten wir ja noch, ich weiß es nicht. Ihr seid im Tanzkurs. Wir sind im Tanzkurs. Also als gemeinsame Unternehmung. So. Zum Daten, ja. Zum Daten. Im Tanzkurs zum Daten. Also wir sind noch nicht so richtig weit gekommen, weil alles ein bisschen komisch anfing. Okay, im Tanzkurs zum Daten. Dann brauchen wir nichts. Nein, dann brauchen wir trotzdem Stühle, weil du kannst ja nicht so lange tanzen. Stimmt. Du kannst ja nicht so lange tanzen. Da gibt es eine Bank. Genau, da gibt es hinten so eine Bank, wo man sich dann hinsetzen kann, wenn man gerade Pause macht vom Tanzen. Sage, dass ich auch noch mich mit jemand anders jetzt die ganze Zeit noch getroffen habe. Ja, aber du weißt doch genau, dass es keiner besser sein kann als ich. Bisschen ernster, bitte? Du weißt doch ganz genau, dass keiner besser sein kann als ich. Ja? Ich meine, Xenia. Es ist doch so, dass wir beide, so wie ich es sehe, einfach zusammengehören. Ja, das stimmt schon. Ich meine, so ein Gefühl hatte ich auch. Ich habe dich gesehen und hättest du nicht sofort angefangen, über Tod zu reden, dann wäre es mir auch so gegangen, dass ich bei dem Blick in deine Augen, dass mir genau das passiert mir, was ich eigentlich so gerne gewollt habe. Aber weißt du, das ist ja auch... Das ist ja das mit der Liebe auf den ersten Blick und Glück und für immer und das ist ja auch beängstigend. Ich meine, da muss man doch irgendwie trotzdem sich noch irgendwelche Optionen offen halten. Bis jetzt haben wir es ja auch noch nicht definiert. Ich meine... Deswegen dachte ich mir, ist doch gar nicht schlimm. Dann treffe ich ja noch jemand anders, was soll's. Wir können es auch definieren. Wir könnten ja definieren, dass wir nach dem nächsten Tango zusammen sind. Dann bräuchtest du dich nicht mehr abmühen, um diesen anderen zu treffen. Und wenn ich gerade höre, spielt der Tango weiter. Das ist genau das, was du gerne tanzt. Sind wir monogam? Ja. Müsste ich das dann auch sein, wenn wir zusammen sind? Nee. Ja. Nee. Ich würde sagen ja. Ich würde so gerne Tango jetzt tanzen.
das gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte den YouTube-Kanal der Flummis. Und vergessen Sie nicht, die Glocke zu drücken. Die Glocke. Ding dong. Ich geh dann mal.